Da sind wir lieber wieder, yes. Liebe Freunde. Eine neue Runde hier vom Ende. Oh mein Gott! Denn wir haben ja noch das gute Ende zu spielen und wir werden uns erstmal wieder anschauen, wie Billy Yoda für seine Gier nun bestraft wird und nun sein Ende findet. Nicht wahr, Billy? Es sieht schlecht aus für dich. Hallo, kleines Hutzidu. So, na dann, Jerry. Spiel mal Fußball. Ich hätte sie ja einfach rollen lassen. Oder wie ich schon erwähnt hatte, einfach dann ins Wasser springen. So, jetzt rein ins Wasser und die Sache ist gegessen, aber Billy ist natürlich so doof und bleibt oben. Stirb! Okay. Dann nun also wieder Action, meine Freunde. Das Schöne ist, ich kann jetzt ganz ungezwungen rangehen, weil wir das Ganze ja schon mal durch hatten, egal wie ich jetzt hier abschneide. Wir wollen ja bloß noch mal das andere Ende sehen. Und diesmal wird Mima am Leben bleiben. Und los geht's. Die Wahl fällt schwer, doch diesmal entscheiden wir uns. Wir retten Jess. Nicht wahr, Mima? Geld macht auch nicht glücklich. Errungenschaft freigeschaltet. Und die Dose ist hinüber. Jede Entscheidung trägt Konsequenzen mit sich. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder überleben mit Jerry. Na komm schon, das kriegen wir doch wohl hin. Ein neues zwischen die Container und auf ein neues kurzes Eng gegen den T-Rex. Ich weiß gar nicht, was ich beim ersten Mal für eine Wertung hatte, aber ich glaube, da habe ich Gold hingekriegt, oder? Da kann ich ja jetzt wirklich vollkommen rangehen. Aber erstmal. Ja, wohin sollen wir denn? So ein Mist. Hilfe! Hilfe! Ich muss ja sagen, ich finde diese Stellen außerordentlich gut. Diese Stelle und auch von Mima im Kampf gegen Yoda, wo man es einfach nicht schaffen kann, besser abzuschneiden, wo man nichts machen kann, wo man diese Hilflosigkeit spürt. So. Was? Aua! Oh, das war aber unschön. Ja, ich habe doch gedrückt, hat mal wieder nicht geklappt. Ja, ist sehr interessant, habe ich ja schon erwähnt, die Unzulänglichkeiten in der Steuerung. Das sah aber sehr schmerzhaft aus, muss ich sagen. Okay. So, diesmal aber bitte. Hüpf auf. Ja, sehr schön. Hoch mit dir. Okay. Klappt alles wunderbar. Und neuer Hüpfer. Und rüber. Okay, 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 okay. Klappt alles. Jawohl. Das muss äußerst schmerzhaft sein. Na komm schon, geht doch. Okay, Jerry, jetzt lauf. Okay. Ja. Und geschafft. So, noch ein
ein letztes Mal schnell sprinten. Und dann haben wir es geschafft. Und guten Flug, Jerry. Es ist vollbracht. Nima! Wir haben es geschafft. Aber die Dose. Die Welt ist ohne diese Dose besser dran. Leute, nicht ich, Jerry. Nicht meine Tochter. Leute? Nima, ich habe etwas versprochen. Ich werde mir was einfallen lassen. Kommen Sie mit uns nach Dallas. Wir werden einen Weg finden, Sie und Mariketa nach Sonnen. Leute! Wie viel, sagten Sie, sind diese Embryos wert? Na, so ein Glück aber auch! Ich weiß nicht genau, wessen Geld das ist. Ich nehme aber mal an, von dem Kerl, den Nima am Anfang begleitet hat hierher. Und somit gibt es doch ein Happy End. Nima lebt, ihre Tochter wird gerettet. Und alles wird gut zwischen allen hier. Damit ist es vollbracht, liebe Freunde. Wir kommen wieder zurück in den Startbildschirm, denn das habe ich ja jetzt bloß nochmal als Szenario gespielt. Das zeige ich nochmal kurz. Wir können hier laden. Da werden wir einfach in die letzte Szene zurückgeschmissen, die wir gespielt haben. Das wäre in unserem Falle, wie Jerry hier zum Schiff rennt, zum Boot rennt. Dann können wir hier die Episoden einzeln starten, die vier Stück. Ja, Einstellung ist klar. Szenarios, hier können wir für sämtliche Episoden, wir sehen nochmal, was für eine Wertung wir hatten. Mensch, ich habe ja richtig viel Gold gehabt, das ist ja unglaublich. Die paar müsste ich halt nochmal nachspielen, um es vollständig zu haben. Übrigens wollte ich euch das zeigen, bei Episode 4 sieht man den Monosaurier hier schon immer vorbeikommen. Ja, man kann ja also sämtliche Episoden nochmal nachspielen, um eine bessere Wertung zu kriegen. Und ansonsten schauen wir uns mal die Tagebücher an. Wir machen jetzt nochmal eine kleine Extra-Folge. Soll ich das vorlesen? Och, kommt, ich lese das mal vor. Ist ein bisschen viel, aber das kriegen wir hin. Wer nicht will, der kann an dieser Stelle abschalten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, das hatten wir ja schon. Okay. Und nun das Tagebuch. Was für ein Tag. Der Nachschubhelikopter ist nicht erschienen. Die Parasaurier verhalten sich widerspenstig. Und ich bin, um ehrlich zu sein, immer noch wütend auf John Hammond. Er gab mir einen Bernstein mit einer Mücke darin und ich erschuf Leben. Kein anderer Paläogenetiker hätte das gekonnt. Aber ich wollte keine Abkürzungen nehmen. Und so nahm er mir mein Lebenswerk und händigte es Henry Wu aus. John gab mir dieses Labor, um mich zum Schweigen zu bringen. Immerhin habe ich jetzt Zeit dafür, die Tiere zu studieren und phänotypische Anomalien festzuhalten und vielleicht das zu reparieren, was nicht in Ordnung ist. Okay, es handelt sich also offenbar um das Tagebuch von Dr. Sorkin. Sehr interessant. Dilophosaurus. Echse mit zwei Kämmen. Wir kennen den noch, den haben wir am Anfang mit Nima sehr zu schätzen gelernt. Boos amphibische DNS hat unsere Dilophosaurier grundlegend verändert. Sie sollten eigentlich bis zu 6 Meter lang sein. Was? Oh Gott. Keiner aus unserer Brut ist so groß geworden. Ich frage mich sogar, ob der Kragen und das Spuckverhalten nicht auf einen Fehler beim Spleißen zurückgehen. In den Fossilienfunden gibt es dafür keinerlei Beweise. Wie ich schon mal gesagt hatte, ich finde es sehr gut, dass man dieses mit dem Frosch-DNS eingebaut hat, als Ausweg dafür, dass die Dinosaurier vielleicht etwas anders sind, als sie in Wirklichkeit tatsächlich waren. Unsere Dilophosaurier mögen klein sein, aber sie sind hartnäckig. Wenn man von ihnen als Beute ausgewählt wurde, lassen sie nicht mehr von einem ab. Dann kann man nur noch versuchen, so schnell wie möglich zu verschwinden. Triceratops, Dreihorngesicht. Von denen haben wir übrigens auch nichts mehr gehört, von der Triceratops-Mutter. Ihr Horn lag ja irgendwo rum, aber die wurden nie wieder gesichtet. Wenn unsere Triceratops altern, entwickeln sich Löcher in ihren Nackenschildern. Zuerst hatte ich das für einen weiteren Nukleotid-Sequenzfehler gehalten. Wie sich jetzt aber herausgestellt hat, gehören Triceratops zu Torosaurus und Torosaurus der gleichen Gattung an. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, warum sich die Morphologie im Alter so ändern sollte. Zur Statusidentifizierung? Unsere Triceratops haben eine Vorliebe für die Blätter der örtlichen Bananenpflanzen entwickelt. Für das Zeug würden sie sogar durch Reifen springen, wenn sie nicht so verdammt schwer wären. Tyrannosaurus Rex, König der Tyrannenechsen. Ungeachtet der unter manchen Paläontologen verbreiteten Theorien bin ich davon überzeugt, dass die auf Bewegungen basierte visuelle Wahrnehmung unseres T-Rex eine Folge von Wus amphibischer DNS ist.
Es erinnert an Frösche und Kröten, die ihre Beute im Ganzen verschlingen. Wer weiß, wie sein Sehvermögen funktionieren würde, wenn John mir die Zeit gelassen hätte, das Genom ordentlich zu ergänzen. Wie gesagt, sehr gut, finde ich toll. Gibt keine Hinweise dafür, dass es tatsächlich so ist mit diesen Bewegungen. Deswegen finde ich das gut, dass das hier so eingebaut wurde. Wurde ja, glaube ich, im Jurassic Park, dem Film, nicht so erwähnt, sondern da wurde das einfach mal vorausgesetzt. Aber man hat sich dann wahrscheinlich jetzt im Spiel darauf besonnen, ein bisschen Realismus reinzubringen und das irgendwie zu relativieren. Zumindest ist es relativ sicher, unseren T-Rex zu beobachten, wenn man vorsichtig ist. Wenn man sich nicht bewegt, kann er einen nicht sehen. Compsognathus, Zartkiefer. Och, wie süß. Das sind die kleinen, die Kompis, die wir auch schon ein paar Mal, einige wenige Male gesehen haben. Ich muss zugeben, dass der Compsognathus unter allen Dinosauriern, die wir geklont haben, einen besonderen Platz in meinem Herzen einnimmt. Vielleicht, weil er mich an die Hühner auf dem Bauernhof erinnert, auf dem ich aufgewachsen bin. Tatsächlich ist die genetische Struktur des Compsognathus der eines Huhnes so ähnlich, dass ich überrascht bin, dass ihm keine Federn wachsen. Finde ich schön, die Anlehnung darauf, dass Dinosaurier unter Umständen Federn haben. Andererseits könnte dies auch an den vielen Abkürzungen liegen, die wir genommen haben. Herrerasaurus, Herrera-Echse. Die haben wir auch gesehen, das waren die, die bei der Achterbahn gekommen sind und uns dort belästigt haben. Beim Bone Crusher. Ich hätte liebend gerne Don Victorino Herreras Gesichtsausdruck gesehen, als er die Knochen des Herrerasaurus gefunden hat. Und jetzt wurde einer der ältesten aller Dinosaurier hier in unserer Einrichtung wiedergeboren. Als wir am Herrerasaurus gearbeitet haben, wusste ich noch nicht, dass er als sichere Alternative zum Velociraptor gedacht war. Auch wenn Herrerasaurier längst nicht so klug wie Raptoren sind, macht ihr Jagdinstinkt sie doch beinahe genauso gefährlich. Die Quarantänegehege. Ach, das sind die Dinger, mit denen Jerry gerade entkommen ist. Kann man sich die angucken oder wie? Warum klickt das denn hier so? Nee. Keine Ahnung. Huch, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt hängt's. Oh Gott, was denn jetzt? Nein! Halt, was ist das denn? Entschuldigung, das wollte ich doch gar nicht. Ja. Tagebuch. Entschuldigung, was war das denn jetzt? Ja, keine Ahnung, warum das jetzt da kam. Muss mir mal jemand erklären. Wahrscheinlich, weil diese Gehege in dieser Schlussszene da irgendwie mit vorkommen. Ich habe keine Ahnung. Egal. Die Quarantänegehege. Ich habe Hammond so satt. Kaum zu glauben, dass er nach dem letzten Vorfall eine weitere Gruppe Raptoren von Anlage B anliefern ließ. Der Mann wird es nie lernen, unsere Schöpfungen zu respektieren und immer weiter versuchen, ein dümmliches Spektakel zu erschaffen. Wenigstens haben sie das südliche Quarantänegehege benutzt, wenn sie die in der Nähe des Docks hätten verwenden sollen. Was? Wenigstens haben sie das südliche Quarantänegehege benutzt, wenn sie die in der Nähe des Docks hätten verwenden wollen. Verstehe ich nicht den Satz, egal. Wahrscheinlich auch, wenn sie die hätten verwenden wollen. Ach nein, das ist gar kein Punkt, okay. Wenn sie die in der Nähe des Docks hätten verwenden wollen, hätten sie die Brut gefunden, die ich dort aufziehe. Du Miststück. Direkte Anweisungen hin oder her, eine ganze Art einzuschläfern, nur weil sie nicht profitabel genug ist, ist völlig inakzeptabel. Parasaurolophus, ja. Parasaurolophus, okay. Fast eine Kammechse. Toller Name. Ich bin sehr erfreut über den Fortschritt der Verhaltenstests, die David und ich mit den Parasauriern durchgeführt haben. Unsere Hypothese, dass das Stirnhorn der Verständigung mittels verstärkter Laute dient, hat sich bestätigt. Ich habe es geschafft, ihre Paarungs-, Fütterungs- und Warnrufe zu identifizieren und kann kaum erwarten, wie sie auf Aufnahmen der verschiedenen Rufe reagieren. David hat den Bereich um den Wasserturm in ein Gehege umgewandelt und ein kompliziertes Lautsprechersystem installiert, um die Rufe wiederzugeben. Das ist Wissenschaft und nicht die Art Wissenschaft, die mit Hilfe eines Scheckbuchs beschleunigt werden kann. Velociraptor, schneller Räuber. Das sieht auch putzig aus hier. Unsere Velociraptoren unterscheiden sich stark von den Fossilienfunden. Sie sind gut dreimal länger, als sie sein sollten. Sie sind definitiv Velociraptoren, aber rein von der Größe her scheinen sie eher mit dem Utahraptor oder Deinonychus verwandt zu sein. Ich habe Dr. Wu genau beobachtet, als das Thema aufkam, doch erschien keinen Zusammenhang zwischen der Frosch-DNS und dieser Diskrepanz zu sehen. Und wenn er das nicht tut, dann wird es auch niemand sonst sehen. Das Tunnelnetzwerk. Ich wurde schon wieder von einem sintflutartigen Platzregen überrascht, als ich vom Parasaurolophus-Gehege zu meinem Labor zurückging,
und hatte gehofft, nein, ich hatte gehofft, dass sie das Tunnelnetzwerk bis dorthin ausdehnen. Aber keine Kostenscheuen zählt wohl nicht, wenn man in Ungnade gefallen ist. Vielleicht schneide ich das Thema nochmal an, wenn sie die Tunnel mit dem Besucherzentrum und dem übrigen Kern des Parks verbunden haben. Geothermische Energie. Die Hauptstromversorgung des Parks läuft über ein geothermisches Kraftwerk, das von der starken latenten Vulkanaktivität der Insel betrieben wird. Aus irgendeinem Grund verraten Ray Allen und Dr. Hammond nicht, wie genau man das Kraftwerk herunterfährt und neu startet. Sie behaupten zwar, das wäre nur zu unserer Sicherheit, aber soll ich mich etwa darauf verlassen, dass einer der wenigen Auserwählten in einer Krisensituation körperlich und geistig anwesend ist? Ich habe mittlerweile selbst herausgefunden, wie es geht. Nur für den Fall. Bloß gut. Troodon. Verletzender Zahn. Das sind unsere Freunde mit den bleichen Augen. Unsere geheimnisvollen Eier sind heute geschlüpft und bestätigten meinen Verdacht. Troodon, Pectinodon. Unglaublich, dass ich sie in meinem eigenen Labor geschaffen habe. Dr. Hammond fürchtet jedoch, dass diese geklonten Dinosaurier nicht mit seiner Vision für den Park korrelieren. Er will einen vollen Bericht, bevor er sie mit auf die Liste setzt. Ja, das wird wohl die Brut sein, die Dr. Sorkin da selbst gehalten hatte. Troodon verletzender Zahn, Teil 2. Uns war klar, dass sie effiziente Räuber werden würden. Mit Greifhänden, Binokularsehen und außergewöhnlich großen Gehirnen. Wir gingen davon aus, dass sie nachtaktiv sind, aber wir hatten keinen Schimmer, dass sie sich so gut tarnen können, ihre Beute auf diese Weise nachstellen und ein so albtraumhaftes Gift produzieren würden. Nach dem letzten Vorfall sieht John die Troodons als Bedrohung für seine Vision des Parks. Er hat mir klipp und klar gesagt, dass sie vernichtet werden müssen, zusammen mit allen Dokumenten über ihre Erschaffung. Ich werde mitspielen, aber ich werde keine ganze Spezies ausrotten. Ich werde sie vorerst in den Quarantänegehegen verstecken. Dort sind sie sicher. Ja toll, danke, hast du super gemacht, Dr. Sorkin. Miststück. Weißt du noch, wie John vergangenes Jahr die Hälfte meiner Gelder für dringende Bedürfnisse abgezweigt hat? Heute konnte ich einen Blick auf eines dieser Bedürfnisse werfen und es stellt sich als weitere Touristenfalle heraus. Eine Meeresausstellung. Sie wird erst in Phase B eröffnet werden, hat also keine Priorität für die Eröffnung des Parks. Nur für die Grundlagenforschung. Die Leute, die das bauen, wissen nicht einmal, für welches Tier das gedacht ist. Vielleicht kann John Woo ja dazu bringen, einen Plesiosaurier als Kaulquappen zu züchten. Da fehlt ein Ich. Hier, vielleicht kann ich John Woo dazu bringen, müsste es heißen. Okay. Mosasaurus. Echse von der Mars. Aha, deshalb Moser. Also nichts mit Moses. Habe endlich herausgefunden, was John für eine Meeresausstellung in petto hat. Ein Mosasaurus. Er ist eine Attraktion der Phase B und deshalb nicht auf der Liste. Das erste Exemplar ist offenbar lebensfähig und ist schon für das Brutbecken zu groß geworden. Eigentlich wäre ich ja stocksauer, wenn man mich nicht einbezogen hat, aber ich bin so aufgeregt, dass mir selbst das egal ist. Ein Mosasaurus, der Spitzenprädator der Unterwasserwelt der Oberkreide. Mit einem zweigelenkigen Kiefer, mit dem er große Beutetiere verschlingen konnte und einer Größe von bis zu 15 Metern, je nach Gattung. Das wird großartig. Ich hoffe nur, dass die Anlage groß genug ist für ein natürliches Habitat. Und die letzte Seite. Es braut sich ein Sturm zusammen. Ich spüre das, so wie ich es als Kind gespürt habe, wenn ein Tornado kam, damals in Arkansas. Ray wird wahrscheinlich eine Evakuierung veranlassen. Ich weiß noch nicht, ob ich die Insel verlassen werde. Wir sind hier sicher und jemand muss sich um die Parasaurier kümmern. Und außerdem stehe ich kurz davor, Wus grausame Lysin-Kontingenz umzukehren. Wenn ich das geschafft habe, wird sich alles zusammenfügen. John wird klar werden, dass er diese Tiere und mich nicht unter Kontrolle hat. Und Isla Nublar wird zum Naturreservat. Ein richtiges Habitat. Ein Zuhause. Okay, also hier drin sehen wir nochmal die Beweggründe von Dr. Sorkin etwas näher beleuchtet. Damit möchte ich auch das zuklappen. Ist nochmal interessant gewesen. Sie hat also schon vorher vorgehabt, das Ganze in ein Naturreservat zu verwandeln und Dr. Hammond zu erpressen eigentlich, indem er die Kontrolle verliert. Also sie war schon vorher eigentlich in der Hinsicht zu radikalen Methoden bereit, wie sich dann ja auch letztendlich gezeigt hatte. Letztendlich hat der Mosasaurier ihr ein Ende bereitet
Und ja, an dieser Stelle haben wir uns das extra jetzt auch nochmal angeschaut mit dem Tagebuch. Ich möchte mich nochmal bedanken für das Zuschauen. Und dann sagen wir nochmal Tschüss zum kleinen Mosasaurier. Wir sagen Tschüss zu den kleinen Raptoren. Hallo, mein Kleiner. Wir sagen Tschüss zu unseren... Wer kommt denn hier? Ach, ihr kommt. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Ich glaube, nein, Dilos. Doch, ihr wart die Dilos, ne? Wir sagen Tschüss zum kleinen Dilo. Und natürlich sagen wir ebenfalls Tschüss. Ja, darauf habe ich gewartet. Und natürlich sagen wir ebenfalls Tschüss zu unserem Freund, der uns bis zum Ende begleitet hat. Der Tyrannosaurus Rex. Ne, kleiner T-Rex. Ein letztes Mal darfst du schreien und unsere Freunde damit verabschieden. Ich sage ebenfalls Tschüss an dieser Stelle. Bis zum nächsten Projekt. Wir sehen uns, meine Freunde. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und nun, Tschüss.